Oh! Ah! Das war die Blume. Ist das ein Käfer oder sowas? Keine Ahnung. Der Fisch war die Hand. Das war knapp. Das wird ja immer besser hier. Adrian? Adrian, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles okay. Mir ist nichts passiert. Ich habe mir nur fast in die Hosen gemacht. Wirklich alles? Wow. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sieht auf alle Fälle geil aus. Ist das nicht beeindruckend? Freut mich, dass dir mein bescheidener Weinkeller gefällt. Eine riesige Statue von einem Typen mit Schwert. Ohne Kopf. Ob das ein Abbild von Mordred ist? Sieht mir wie eine Opferschale aus. Ups. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Scheint mir eine Art Waage zu sein, die mit den Ketten hier verbunden ist. Nur, was soll ich wiegen? Ein Steinsarg nehme ich an. Ja, wir betätigen uns als Grabräuber. Was tust du da? Ich öffne den Sarg. Schon mal was von Totenruhe gehört? Was, wenn da etwas drin ist, ohne dass wir nicht weiterkommen? Ich kann das nicht gutheißen. Ganz und gar nicht. Machst aber mit. Weiter bekommen wir den Deckel nicht auf. Aber es reicht, um hineinzuschauen. Puh, ganz schön staubige Angelegenheit. Viel ist von den Toten nicht übrig. Hier liegt eine Pfeilspitze drin. Die sieht noch relativ gut aus. Ich nehme sie mit. Zwischen den Knochenresten liegt eine seltsame Scheibe. Das sieht aus wie ein Rundschild von einem Krieger. Ich glaube, mir fehlt noch etwas.
Na, wahrscheinlich viele Gegenstände. Dann können wir sagen, siehst du? Die wollten, dass wir das hier alles öffnen. Weil sonst wären wir ja nicht weitergekommen. Aus dem Staub ragt etwas heraus. Ein Fisch. Aha, ein Schmuckstück in Form eines Fischs. Hier sind nur ein paar Knochen drin, sonst nichts. Aha. Hier scheint es weiterzugehen. Valentina, kommst du? Warte! Ja? Siehst du das hier? Das sind keine Hieroglyphen. Das ist Latein. Das müssen deine Vorfahren geschrieben haben. Und was genau steht da? Eine Warnung. Nimm dich in Acht, Hüter vor den Schatten. Sie ergreifen Besitz von deiner Seele, sobald du dich ins Dunkel begibst. Schatten. Ist das eine Art Metapher? Nein, ich denke nicht. Im Buch der Hüter stand, dass Marcus sich durch eine Armee von Schatten kämpfen musste, die sein Bruder aus dem Spiegel rief. Na klar, erst Mordred, jetzt Schatten. Meiner Seele wird's auf jeden Fall nicht langweilig. Okay, schauen wir uns mal Hieroglyphen an. Hieroglyphen über Hieroglyphen, soweit das Auge reicht. An der Wand verlaufen 6 lange Ketten vom Boden bis zur Decke. Dort verschwinden sie in Löchern. An den Ketten hängen irgendwelche Kapseln. Was ist anders an dieser Schrifttafel? Dieses große Relief gibt es hier nur einmal. Ein seltsamer Totenkopf mit einem riesigen Mund. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Haufen Symbole. Fisch, Krone, keine Ahnung, Knochen und so weiter. Fisch. Hier ist ein Bogen. Oh. Ein Haufen Symbole. Was haben wir? Wir haben Fisch, eine Pfeilspitze und ein Schild. 7 Leute, die in der Gegend rumstehen. Ach nein, 3 davon liegen. Schlafen die oder sind die tot? Und das ist der Spiegel. Das ist kein Totenschädel, das ist der Spiegel. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Das nenne ich mal eine Tür. Massiver Stein. Mit Eisenbeschlägen und 6 Schlössern. Das nenne ich mal eine Tür. Oh! Ich kann mir die Kapsel noch ansehen. Und da liegt was. Habe ich nicht gesehen.
Eine Metallkapsel hängt zwischen den Kettengliedern. Hm. Ist das eine Klappe? Tatsache, eine Klappe. Und in der Kapsel befindet sich ein goldener Schlüssel. Oder nur vergoldet, könnte auch sein. Ich probiere ihn in allen Schlössern. Tja, der Schlüssel passt zwar in die Löcher, lässt sich aber nicht drehen. Ich lasse ihn hier liegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Theorie, dass das hier mit den Schnüren zusammenhängt. Oh, das ist ein Schwert. Hier liegt ein zerbrochenes, rostiges Schwert auf dem Boden. Keine Ahnung, wie das hierher kommt. Geschmiedet von kundiger Hand. Schlicht, präzise und tödlich. Adrian, hast du etwas gefunden? Bedauerlich, dass der Zahn der Zeit diese einst so prächtige Waffe zernagt hat. Sie ist nicht mehr als eine Stange aus rostigem Stahl. Der Griff ist allerdings noch gut erhalten, nicht? Adrian? Was? Was ist mit dir? Keine Ahnung, ich muss kurz weggetreten sein. Ich bin wieder da. Sag hier nicht noch was? Ach ja, da ist noch ein Helm. Ein rostiger Helm. Den hat wohl irgendjemand verloren. Ein kleines Boot. Hier liegt ein kleines Boot. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Der letzte Schlüssel hat nicht gepasst. Vielleicht der hier? Na, es sind sechs Schlösser. Ich brauche alle. Das ist jetzt nun wirklich obvious. Ich probiere ihn in allen Schlössern. Tja, der Schlüssel passt zwar in die Löcher, lässt sich aber nicht drehen. Ich lasse ihn hier liegen. Vielleicht redet ja Valentina mit mir. Valentina? Ja? Hier hat wohl jemand seine Memoiren an die Wand gekritzelt. Die Hieroglyphen an den Wänden scheinen bestimmte Dinge zu beschreiben, die für die damalige Zeit wichtig waren. Dass Brot wichtig war, verstehe ich. Aber ein Knochen? Nein, ich meine nicht jedes Symbol für sich, sondern eine Reihe von Symbolen beschreibt zum Beispiel eine Person.